Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsrückblick von mir. Und zwar kommt jetzt mit ein paar Tagen Verspätung mein Lesemonat aus dem Juli. Es waren insgesamt 9 Bücher. Ist mittlerweile, glaube ich, so eine festgefahrene Zahl bei mir. So zwischen 8 und 10 freue ich mich immer. Und es waren auch unglaublich tolle Bücher mit dabei. Damit es wieder nicht zu lang wird, fange ich am besten gleich an. Ein Buch als E-Book lese ich ja ansonsten nicht ganz so viel. Hier handelt es sich um Ewigkeitsgefüge von Laura Lavas aus dem Drachenmond Verlag. Genau, hierbei handelt es sich um das neueste Buch von Laura Lavas. Da ich mit zu ihrer Blogger-Gang gehöre, durfte ich das Buch auch vorher schon lesen. Hat mich tierisch gefreut. Genau, es geht unter anderem um Lydia, die in Arden Creek wohnt und von Mordenox. Ich mag es, dass man dann gar nicht laut aussprechen. Mordenox. Sinngefügelte Besen, typisch Laura Lavas. Handelt es sich hier um ein episches Fantasy-Buch, sehr düster gehalten, sehr melancholisch. Ich mag es unglaublich gerne. Lydias Clan. Es gibt ganz viele verschiedene Wesen, die aber eine Übereinkunft getroffen haben, um so zusammenzuleben, was natürlich nicht eingehalten wird. Und Lydias Clan wird überfallen und sie sieht sich jetzt auf einmal als Clan-Anführerin bzw. als die, die übrig geblieben ist und muss das Ganze stemmen. Ist aber eigentlich noch gar nicht dazu bereit. Mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Zwar nicht so gut wie die andere Reihe, die ich von Laura Lavas gelesen habe, der Thron auf ein Käfig aus Rache und Blut. Nichtsdestotrotz unglaublich cool, auch mal ein Einteiler, was mir auch unglaublich gut gefallen hat, finde ich, hat man ja auch immer seltener. Und somit endlich mal wieder ein Drachenmondbuch gelesen und auf jeden Fall ein Buch, das ich jedem nur empfehlen kann. Dieses Buch, ich habe es von so vielen schon mitbekommen, dass sie dieses Buch so sehr geliebt haben und auch ich wollte endlich mal wieder ein Buch, nicht nur generell aus dem Carlsen Verlag, ich nehme mich eigentlich auch an der Carlsen Lese-Challenge dran teil und eigentlich habe ich vielleicht mein zweites Buch dieses Jahr gelesen aus dem Carlsen Verlag. Aber vor allem von den Königskindern bin ich immer wieder begeistert von den Geschichten, von dem ganzen Aufbau, der Tiefe der Geschichten und somit war klar, dass auch dieses Buch bestimmt gut sein würde. Ich habe es aber nicht erwartet. Es geht um Julian und Adam. Und Julian ist ein Junge, dem man anmerkt, dass er unglaublich viel durchgemacht hat, eine unglaublich schlimme Vergangenheit hat und scheinbar auch viel in der Gegenwart noch schief läuft. Er trifft auf Adam, den er von früher schon kennt, bei dem er Zeit verbracht hat. Und die beiden nähern sich wieder an. Das Problem ist, Julian ist so der typische Junge, der immer gemobbt wird, immer fertig gemacht wird. Und wie schon gesagt, der, muss ich allzu böse formulieren, der auch einen kleinen Knacks weg hat. Also du merkst ihm an, da ist irgendwas kaputt gegangen, was einfach nicht mehr zu reparieren geht. Adam ist das genaue Gegenteil, aufgeschlossen, offen, ganz viele Freunde, ganz beliebt, ganz bekannt, aber auch unglaublich sozial. Also ein Mensch mit einer Herzensgüte würde ich mir für jeden einfach wünschen. Und somit bemerkt natürlich Adam auch, dass mit Julian etwas nicht stimmt und befasst sich wieder mehr mit ihm, versucht mehr Zeit zu verbringen und auch dahinter zu kommen, was sich hinter Julians Geheimnis verbirgt. Das Ganze hat eine unglaublich schlimme Tiefe. Vorweg muss man ganz klar sagen, dass es auch wahrscheinlich ein Thema ist, was nicht jeder gut verkraften kann. Ich glaube, ich habe ungelogen 2 Stunden am Stück in diesem Buch geheult. Ja, es ist nicht mehr in die Träne gelaufen, ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil mich diese Thematik so mitgenommen hat und es selten der Fall ist. Ja, die Thematik, wer es nicht ab kann, dass Kinder nicht gut behandelt werden, wird mit diesem Buch auf jeden Fall seine Grenzen überschreiten. Ist aber auch unglaublich wichtig und gut und oh Mann. Ja, also, probiert es. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn es wirklich sehr schwer ist. Mich hat es unglaublich bewegt. Es war toll. Ein Königskind. Was soll man dazu noch sagen? Kommen wir zu meinem
absoluten Monatshighlight und ich möchte dazu erwähnen, wie stolz ich auf mich bin, weil dieses Buch 650 Seiten hat und Englisch ist. Und ich es trotzdem gelesen habe. The Court of Mist and Fury von Sarah J. Maas, der zweite Band der Akota-Reihe. Im Deutschen Das Reich der Sieben Höfe. Ist jetzt auch gerade erst frisch erschienen, der zweite Teil auf Deutsch. Und oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Vorweg, wenn ich jetzt Namen anders ausspreche, als ihr sie vielleicht im Kopf habt, tut es mir leid, sie haben sich ja bei mir im Kopf einfach festgesetzt. Ich bin ein riesiger Fan von Fyra als Protagonistin, unglaublich stark. Sie macht eine so krasse Entwicklung durch. Und hier kommen wir natürlich auch zu dem Herzensbrecher Risen. Ich freue mich. Genau, wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat, am besten einmal zum nächsten Buch rüberspringen. Da würde ich jetzt nämlich spoilern. Es geht ja darum, dass am Ende vom zweiten, war ja klar, es gab eine Abmachung zwischen Risen und Feyre, dass sie sich verpflichtet dazu, in den Night Court bzw. auf den Nachthof zu gehen und Zeit mit ihm zu verbringen. Genau dieses Versprechen will er jetzt einlösen und darum geht es. Somit besuchen wir mal einen anderen Hof und oh mein Gott, also episch ist gar kein Ausdruck. Es war so toll. Ich habe die ganze Zeit gefangirlt und der lieben Sarah die ganze Zeit geschrieben. Und Niki hat parallel den ersten gelesen und auch mit diesem angefangen. Und oh mein Gott, es ist so toll. Also ich habe diesen ersten Band schon geliebt. Und ja, aber dann wird man mit diesem zweiten an und denkt sich, was war das mit dem ersten? Also es gibt so viele Verstrickungen und Gedankengänge, wo ich so baff bin, dass sich das einfach so zusammengesetzt hat. Ultra cool, super Highlight, Herzensbuch ever, überhaupt. Ich lese es jetzt halt auch nochmal auf Deutsch. Rise and Nerve von Marissa Meyer. Dieses Buch habe ich über ein Tauschpaket bekommen und mich unglaublich sehr gefreut. Ich habe nämlich seit langer Zeit somit mal wieder ein Comic bzw. Graphic Novel gelesen und habe mich super gefreut. Es handelt sich hierbei nicht darum, dass die ersten Bände von den Luna-Chroniken jetzt als Comic rauskommen, das dachte ich nämlich anfänglich, die Luna-Chroniken gehen mit diesen Comics weiter. Das heißt auch hier, wer diese Bücher nicht gelesen hat, sollte nicht unbedingt mit dem Comic einsteigen. Ich kann das schlecht einschätzen, ob es trotzdem funktioniert, aber es geht einem unglaublich viel verloren. Und auch was ich jetzt erzähle, würde euch sehr spoilern, was die Reihe angeht. Wir haben das Ende im Kopf von dem letzten Buch der Luna-Chroniken und genau an dieser Stelle geht es weiter. Cinder ist ja gerade dabei, die Regierung in Luna aufzunehmen und da ihr Königreich zu verwalten. Und alle anderen sind wieder verstreut, größtenteils auf der Erde. Und ja, es haben sich neue Problematiken aufgetan. Wir denken vor allem an Scarlet und Wolf, was der Herr bzw. seine Gattung da durchmachen musste, nachdem The Bird, the Königin, da ihre Experimente gestartet hat. Ich fand's cool, mir haben die Zeichnungen gefallen, ich fand es toll. Kann ich erzählen. Dieses Buch geht hauptsächlich aus der Sicht von Iko, was ich so cool finde. Iko, die kleine Androidin. Senders beste Freundin, ja, im Grunde genommen. Und hier wird alles aus ihrer Sicht erzählt und geschildert, was ich unglaublich toll finde, aber ich finde auch sie als Charakter unglaublich interessant gestaltet. Somit kann ich dieses Buch auch definitiv nur empfehlen und gerade für die Fans von den Luna-Chroniken oder ja, eigentlich ja auch nur für die Fans von den Luna-Chroniken ein absolutes Muss. Lest rein. Ich liebe ja Derek Lenny so sehr. Somit habe ich mich tierisch gefreut auf den zweiten Band seiner Reihe von Demon Road. Genau, Hellnacht in Desolation Hill. Hierbei geht es darum, ach, wie schnell hier, zweiter Band, ich möchte euch nicht spoilern, was den ersten angeht, sind Ember und Milo wieder on Tour, weiter auf der Demon Road selbst, genau, und landen in Desolation Hill, sind immer noch auf der Flucht vor den Höllenhunden und Co. und alle wollen sie töten. Embers Eltern, alle. Und ja, es ist wieder unglaublich interessant. Es sind lustige Dialoge, spannende Charaktere, starke Charaktere. Es gibt ein paar Wendungen, da dachte ich mir echt, ach super cool, es ist so krass und es hat Spaß gemacht, das war spannend. Nichtsdestotrotz hat mir der erste Band noch ein bisschen besser gefallen, weil ich da halt wirklich diesen totalen Gruselfaktor hatte und mir dachte, da kann ich nicht einschlafen. Trotzdem eine solide, starke Fortsetzung, die ich nur empfehlen kann und nicht so lange auf den dritten warten. Vielleicht muss ich den sogar auch in Englisch lesen. Ich weiß es noch nicht.
Wie bastle ich mir einen Zombie von Frank Swain? Dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen lieben Dank dafür an BTB bzw. ist ja auch Verlagsgruppe Random House. Genau, schaurig schöne Geschichten aus der Wissenschaft. Ich habe es mir wirklich auch mehr in der Richtung schaurig schön vorgestellt und nicht so ganz wissenschaftslastig. Ich freue mich ja immer sehr, wenn man natürlich auch ein bisschen Input mitnehmen kann und ja auch was dazulernen, ein bisschen Allgemeinwissen, irgendwie coole Facts, die man irgendwann mal mit einbringen kann. Fand ich hier aber sehr schwerlastig. Also, es ist super interessant, es stehen Sachen drin, wo ich mir denke, kann ich nie wieder hingehen. Das ist so gruselig. Insekten, ich habe Insektenvorstellungen gehabt, aber jetzt ist, geht gar nicht. Ja, aber demnach für mich so ein bisschen das Mittelmaß war okay, aber halt nicht so leicht für zwischendurch, wie ich es mir erhofft hatte. Fireman von Joe Hill. Stopp hat er auch. Zu viele Seiten. 960. Super dicker Schinken. Ich habe bisher von Joe Hill, hatte ich glaube ich auch schon bei meinem Neuzugang-Video aus dem letzten Monat erzählt, Christmasland gelesen. Absolut geliebt. Saugeiles Buch. Da dachte ich mir so, Wahnsinn. Ich werde alle Bücher von ihm lieben müssen. Hatte auch mal mit der Comic-Reihe Locke und Kay angefangen und habe mir dort wirklich ins Hemd gemacht. Diese Reihe hat meine Schmerzgrenze absolut überschritten. So abgefahren, horrormäßig. Hallo Benji. Na, Mäuschen? Der Hund muss einmal. Ganz schön. Genau, diese Comic-Reihe war mir echt zu viel. Also diese Zeichnung und der Inhalt in Kombination war mir zu viel. Jetzt hatte ich mich aber halt schon super auf Fireman gefreut. Es geht um einen verheerenden Virus, der da das ganze Land platt macht. Und ja, dystopischen Sinne, es gibt den Fireman, diesen einen, der in sich beherrscht und quasi somit ja auch die Rettung, die Erlösung, whatever ist. Das Buch war super schwer für mich, um reinzukommen. Die Erzählperspektive ist von außen, man hat es nicht aus der Ich-Perspektive gelesen, ist mir hier sehr schwer gefallen. Ich bin nicht rangekommen an die Protas. Es war sehr schleppend. Ja, also von diesen 960 Seiten hätte man wahrscheinlich ungelogen mindestens 300 bis 400 streichen können und es wäre inhaltlich nichts verloren gegangen. Ganz im Gegenteil, dann wäre erstmal ein bisschen Spannungsaufbau gewesen. Der ist hier durch diese vielen Ausschweifungen total verloren gegangen. Wird bestimmt trotzdem seine Liebhaber finden, gerade für die, die es denn vielleicht doch ein bisschen ausschweifender und ruhiger mögen. Die müssen hiervor nicht Angst haben, dass das Buch für die zu hart ist. Für mich war es aber demnach halt einfach zu low. Erwachendes Licht von Jennifer L. Armentrout, das neue Buch. Und zwar handelt es hier um ein Spin-off zur Dämonentochter-Reihe, was ich am Anfang nicht ganz so geblickt habe. Ich habe nämlich die Dämonentochter-Reihe auch nicht gelesen, richtig gut. Habe mir aber sagen lassen, dass man diesen Band oder mit dieser Spin-off-Reihe trotzdem starten kann und die Zusammenhänge sich trotzdem erschließen. Es war auf jeden Fall so und ich war so gefesselt. Es geht hier um Josie und Seth. Der Klappentext klingt erstmal, oh mein Gott, runtergerattert, Klischee, was soll da noch Neues mit dazukommen? Josie, das arme kleine Mädchen, was von nichts ahnt, trifft den Typen mit den special goldenen Augen. Du denkst schon so, Schreck, lass nach. Wann kommt mal was Neues? Aber Jennifer Armentrout hat einen so unglaublich coolen, offenen, fetzigen Schreibstil, dass ich einfach nur so durch die Seiten gerast bin und mich absolut verliebt habe. In die Protagonisten, in die Geschichte. Wir haben hier wieder griechische Mythologie im Fantasy-Jugendroman-Stil und es war einfach cool. Wie schon gesagt, ich habe die Mondtochter-Reihe nicht gelesen, konnte die Zusammenhänge aber perfekt ziehen. Ganz im Gegenteil, es war sogar so, dass ich jetzt erst recht Lust bekommen habe auf die Mondtochter-Reihe. Allerdings lasst euch gesagt sein, wenn ihr dieses Buch vor der richtigen Reihe lest, kennt ihr schon das Ende. Ja, es ist Spoiler hoch 10, es wird alles offenbart. Aber egal, super cool, ich habe mich mega gefreut und die Frau Armentrout kommt dieses Jahr ja auch nach Deutschland, nicht nur zur Frankfurter Buchmesse. Sie macht auch eine kleine Städte-Lesungstour und landet auch in Berlin und ich habe mir da auch schon eine Karte gesichert. Don't You Cry von Mary Kubica. Falsche Tränen. Gekennzeichnet als Thriller. Auch hier, oh ja, Entschuldigung, das von Jennifer M. Armentrout war auch ein Rezensionsexemplar. Auch vielen Dank dafür an HarperCollins, genau wie hier. Ich habe mich über beides sehr gefreut. Hier war ich vor allem gespannt, weil ich echt mal wieder Lust auf einen Thriller hatte und dieser Klappentext für mich sehr vielversprechend klang. Es geht um Esther,
glaube, jugendliche, jüngere Bruder, das heißt lieber Esther. Um Esther und Quinn. Quinn ist ihre Mitbewohnerin, die spurlos verschwindet und Esther macht sich Sorgen und kommt auf einmal hinter ein Geheimnis nach dem nächsten und oh mein Gott, es sollte so spannend sein. War es nicht. Es war es einfach nicht. Es war für mich keinesfalls ein Thriller. Ich hatte keine Spannungsbögen. Es waren unzusammenhängende Situationen, die geschildert wurden, die sich mir nicht erschlossen haben. Ich konnte da keine Zusammenhänge ziehen und es war zum Schluss, und du dachtest so, jetzt kommt ein bisschen was. Aber es hat sich für mich überhaupt nicht gelohnt. Mein absoluter Flop diesen Monat. Bestimmt wird es auch hier die Liebhaber dafür geben. Ich war es nicht. Und ja, war halt für mich kein Thriller. Ich habe was ganz anderes erwartet, mir was anderes erhofft. Wurde leider nicht erfüllt. Das war's. Mein Monatsrückblick, mein Lesemonat aus dem Juli. Was habt ihr Schönes gelesen? Was hat euch besonders gefallen? Was waren eure Highlights, eure Flops? Habt ihr welche von den Büchern, die ich vorgestellt habe, schon gelesen? Und wenn ja, wie haben sie euch gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde nochmal meinen ganzen Blogbeitrag in die Infobox mit reinsetzen. Dort habt ihr dann auch nochmal Zugriff auf meine ganzen Rezensionen, falls sie euch interessieren sollten. Und ansonsten viel Spaß und bis nächstes Mal. Bye!